Es war das ultimativste Partyerlebnis der Jugend an Halloween 2008. In Lützkampen fand zum 10. Mal die Halloween-Party statt. Das hieß auch dieses Jahr Rocken bis der Nacken schmerzt. 10 Jahre Sex, Schnaps und Rock'n'Roll, so betitelten die Veranstalter die Jubiläumsparty auf ihrer Internetseite. In dem Festzelt tummelten sich bis in den frühen Morgen dann auch rund 3500 musikbegeisterte junge Menschen. Das freute Organisator Carsten Simons. Wir sind heute hier auf der Halloween-Party und haben einen super Besucherantrag mit 3.500 Besuchern. Die Stimmung ist toll, das Zelt ist gefüllt, viele kostümierte Gäste, einfach toll. Die beiden Disc-Jockeys an den Reglern beschalten die Zuhörer in ohrenbetäubender Lautstärke. Bekannt sind die beiden für geniales Crossover-Programm. In Lützkampen aber gab es nur Rockmusik. Die jungen Leute tanzten wie in Trance, waren bester Stimmung und feierten ausgelassen. Gespräche waren wegen der Geräuschkulisse nahezu unmöglich. Die fanden dann eher draußen statt. Die Besucher aber waren von der Party hellauf begeistert. Also ich bin auch in Lützkampen auf der Halloween-Party und das ist total geil hier, weil man sich ja auch verkleiden kann und die Musik ist total gut. Die Getränke sind bellig und es ist einfach schön wie jedes Jahr hier. Die Lust am Verkleiden war aber eher gering. Tatsächliche Halloween-Gespenster waren nur wenige zu sehen.